das Haus. Wir leben in einem lebenswerten Land und die Bäuerinnen und Bauern dieses Landes mit ihrer täglichen Arbeit erbringen einen ganz maßgeblichen Beitrag dazu. Dazu verdienen sie unsere Wertschätzung und Anerkennung und vor allem auch unsere Unterstützung. Unterstützung bei der Abgeltung der Leistungen, die sie erbringen, und auch die Unterstützung in Schwierigkeiten, in schwierigen Situationen, wie wir sie gerade jetzt gegenwärtigen. Der grüne Bericht 2015, der über die Einkommenssituation im Kalenderjahr 2014 berichtet, gibt wiederum einen hervorragenden Überblick über die wirtschaftliche und soziale Situation der bäuerlichen Familien in Österreich. Der Bericht ist eine sehr wichtige Faktengrundlage für uns als Entscheidungsträger. An dieser Stelle möchte ich, so wie auch mein Vorredner, allen Bäuerinnen und Bauern, die ihre Einkommensergebnisse für den grünen Bericht in der freiwilligen Buchhaltung zur Verfügung gestellt haben, ein herzliches Dankeschön aussprechen. Die Daten der rund 2200 freiwilligen buchführenden Betriebe geben uns Aufschluss über die Einkommenssituation in der Land- und Forstwirtschaft und sind letztlich auch die Basis für die agrarpolitischen Maßnahmen. Und ganz besonderen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Sektion 2, die ganz maßgeblich die § 7-Kommission bei ihrer Arbeit dafür unterstützt haben. Im Jahr 2014 sind die Einkommensergebnisse, wie das ja sehr ausführlich debattiert wurde, tatsächlich sehr differenziert ausgefallen. Während im Durchschnitt aller Betriebe bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft mit 23.370 Euro tatsächlich ein Minus von 5% wiederum zu verzeichnen war, gab es für die Gruppe der Bergbauernbetriebe erstmals seit 2011 ein Plus, ein leichtes Plus, worüber ich mich freue, ein Plus von 3%. Die positive Entwicklung am Milchsektor im Jahr 2014 mit den guten Erzeugerpreisen und den niedrigeren Aufwendungen für Futtermittel hat dazu wesentlich mitgetragen. Aktuell hat sich leider die Situation gerade bei der Milch verschlechtert, wenngleich im letzten Quartal eine leichte Erholung der Marktsituation auf niedrigem Niveau erkennbar war. Das Einkommen je Arbeitskraft ist ebenfalls um 5% gesunken und lag mit knapp 19.000 Euro immer noch erheblich unter dem Einkommensdurchschnitt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich. 2014 ist schon das dritte Jahr in Folge mit einer negativen Einkommensentwicklung und die aktuelle Preisentwicklung bei wichtigen Agrargütern im Milchsektor, im Sektor von Schweinefleisch, geben uns leider wenig Anlass zur Annahme, dass sich dieser Trend 2015 umkehren wird. Und ich bin dem Vorsitzenden des Landwirtschaftsausschusses und den Fraktionen sehr dankbar, dass sie sich in zwei Unterausschüssen ganz besonders mit Expertenteilnahme auch mit dieser besonderen Situation beschäftigen. Und die erste Runde in diesem Unterausschuss hat ja auch gezeigt, dass die Situation gravierende Schwierigkeiten bedeutet. Eine der Hauptursachen ist nach wie vor das Russland-Embargo. Und Herr Abgeordneter Janach, meine Meinung dazu ist ganz klar, aber Sie wissen selbst, dass die Entscheidung über das Russland-Embargo nicht von mir getroffen wurde, auch nicht von den Agrarministern, sondern auf Ebene der Staats- und Regierungschefs. Also wenn Sie hier gemeinsam Änderungen herbeiführen müssen, wollen, dann müssen Sie die Adresse auch richtig anbringen. Wir stehen mit Russland, mit der Verwaltung in intensivem Kontakt. Ich habe einen Sonderbeauftragten benannt, der auch regelmäßig in Russland ist, in Moskau ist, um die Vorbereitungen dafür zu treffen, wenn die Gegensanktionen, die von Präsident Putin ausgesprochen wurden, wieder entfallen, dass wir dann diesen Markt wieder entsprechend betreuen können. Die Vorbereitungen sind getroffen und wir liefern auch nach Russland. Etwa im Bereich der Lebendrinder sind wir am Markt sehr aktiv und die Lieferungen entwickeln sich tatsächlich sehr positiv. Nun, zurück zum grünen Bericht. Hervorzuheben ist,
dass vor allem Betriebe, die ihr Einkommen überwiegend aus Landwirtschaft erwirtschafteten, ihr Einkommen gegenüber 2013 um durchschnittlich 2% steigern konnten. Das ist ein weiteres Zeichen auch der zunehmenden Professionalisierung. Die Bäuerinnen und Bauern nehmen ihre Funktion als Unternehmer ernst und investieren in ihre Betriebe, die heute sehr moderne, sehr innovative Betriebe sind, die tatsächlich auch die Chancen am Markt intensiv und proaktiv wahrnehmen. Dagegen mussten Betriebe vor allem mit außerlandwirtschaftlichem Erwerb ein deutliches Einkommensminus von minus 18% hinnehmen. Das spiegelt wiederum auch die Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt ganz eindeutig wider. Nach den Betriebsformen erwirtschafteten die Futterbaubetriebe, überwiegend milchbetonte Betriebe, aufgrund der niedrigen Futtermittelkosten sowie der guten Milchpreise im Vorjahr ein Einkommensplus von 5%. Alle anderen Betriebsformen mussten zum Teil empfindliche Einkommenseinbußen hinnehmen. Grund dafür waren vor allem die Preise für Schweine, für Erdäpfel, Zuckerrüben und Tafeläpfel und für witterungsbedingte sehr geringe Weinernte, wo wir heuer in diesem Jahr eine sehr positive Entwicklung verzeichnen können. Was mich freut, ist die Gruppe der Bergbauernbetriebe, die eine positive Entwicklung einen Einkommenszuwachs mit 3,2% erreichen konnten und dabei der höchste Zuwachs von 14% für Betriebe mit den höchsten Erschwernissen erzielt werden konnten. Hier schlugen sich insbesondere die öffentlichen Gelder zugrunde und eben auch die Festlegung im Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung, dass wir besonders auf die Betriebe mit besonderer Erschwernis auch Rücksicht nehmen wollen. Die § 7-Kommission, die bei der Erstellung des Grünen Berichts mitarbeitet hat, wieder 8 Empfehlungen an den Bundesminister beschlossen. Die Maßnahmen umfassen Bereiche wie die Entbürokratisierung, den Pflanzenschutz, das Grünland, die Verbesserung des Bergbau- und Förderungsprogramms und die Finanzierung der Agrarforschung. Für die konstruktive Rolle der § 7-Kommission möchte ich mich ganz ausdrücklich bedanken. An der Juli-Sitzung der Kommission habe ich selbst teilgenommen und im nächsten Jahr werden wir die 100. Sitzung der § 7-Kommission abhalten, an der ich selbst auch teilnehmen werde. Ich schätze die Expertise und das Mitwirken der verschiedenen Fraktionen, die sich in die Arbeiten sehr konstruktiv eingebracht haben von allen Fraktionen, welches eine gute Grundlage darstellt für die Entscheidungen der Agrarpolitik. Zum Antrag des Herrn Abgeordneten Birkelhuber hinsichtlich der Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik in Österreich möchte ich betonen, dass in der Zwischenzeit, nämlich im Dezember 2014, das Programm für die ländliche Entwicklung von der Europäischen Kommission genehmigt wurde. Übrigens als erstes in Europa, und Phil Hogan hat die Gestaltung des österreichischen Programms als vorbildlich für alle ländlichen Entwicklungsprogramme dargestellt. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders für die konstruktiven Beiträge der bäuerlichen Interessensvertretung in dem Zusammenhang aussprechen, den Landwirtschaftskammern Österreichs und dem Dachverband der Landwirtschaftskammer Österreich im Besonderen, die sich hier mit ihrer fachlichen Expertise ganz besonders eingebracht haben. Die Transparenz bei der Programmgestaltung war vorbildhaft und auch die Programmabwicklung erfolgt in transparenter Art und Weise und die Einbindung des Begleitausschusses, die laufende Bereitstellung von Informationen auch mit den digitalen Medien erfolgt vorbildlich. Die im Antrag angesprochene, Herr Abgeordneter Birkelhuber, hoheitliche Umsetzung ist für die ländliche Entwicklung aus verwaltungstechnischen Gründen nicht sachgerecht. Kein einziges EU-Strukturfondsprogramm in Österreich wird hoheitlich umgesetzt. Die Privatwirtschaftsverwaltung bildet dieselbe Rechtssicherheit wie die Hoheitsverwaltung und funktioniert bestens, vor allem auch aufgrund des fachlichen Know-hows meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Inhaltlich darf ich feststellen, dass das Programm darauf abzielt, dem ländlichen Raum Perspektiven zu bieten, um ihn als vitalen, attraktiven Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum entwickeln zu können. Denn der ländliche Raum in Österreich ist nicht nur wegen seiner Flächenausdehnung besonders bedeutend, sondern weil 5 Millionen Menschen dort ihren Lebens- und Wirtschaftsraum haben.
Der Weg der ressourcenschonenden Landwirtschaft mit dem Agrarumweltprogramm steht bewusst im Zentrum der ländlichen Entwicklung. Der Biolandbau, im Gegensatz zu Ihren Ausführungen, Herr Abgeordneter Birkelhuber, wurde gestärkt, wurde ausgebaut. Das Ziel, das möchte ich schon richtigstellen, wir haben flächenmäßig einen Anteil von 20%. Unser Ziel im Bio-Aktionsprogramm, gemeinsam mit Bio Austria entwickelt, ist auch die Zahl der Betriebe darauf auszurichten. Und Herr Abgeordneter Birkelhuber, warum Biobauern ausgestiegen sind, hat vor allem mit der Kontrolldichte zu tun. Da sind wir auch stolz darauf, dass wir die ursprüngliche Biokontrollverordnung auf europäischer Ebene in der Zwischenzeit ganz maßgeblich entschärfen konnten und auch die Kontrolldichte ganz maßgeblich abbauen konnten. Die Entwicklung des Biolandbaus ist ein moderates Wachstum. Das Ziel ist von Bio Austria definiert, gemeinsam mit dem Ressort, ein moderates, marktgerechtes Wachstum. Wenn es mehr ist, was der Markt verträgt, dann würde das nicht zum Nutzen der Biobauern sein. Enorm bedeutend ist aus meiner Sicht vor allem auch die Induzierung von regionaler Wertschöpfung und die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Genau deswegen haben wir in Innovation, in Investition und in Bildungsmaßnahmen investiert. Wir haben die Mittel für Investitionsmaßnahmen um ein Viertel aufgestockt. Insgesamt stehen, wie Sie wissen, für die Entwicklung des ländlichen Raums aus den Mitteln des ELA Mittel in der Größenordnung von 562 Millionen Euro zur Verfügung. Österreich bekommt 4%, mehr als 4% der ELA-Mittel. Daher sind wir im Bereich der ländlichen Entwicklung, wie Sie gut wissen, und insgesamt damit in der gemeinsamen Agrarpolitik Nettoempfänger und nicht Nettozahler wie in allen anderen Strukturfonds. Gemeinsam mit den Beiträgen des Bundes, mit der nationalen Kofinanzierung und den Bundesländern haben wir ein gemeinsames Finanzvolumen von 1,1 Milliarden Euro jährlich, damit wir die Sicherung der Besiedlung des ländlichen Raums investieren können. Abschließend lassen Sie mich noch ganz kurz, bevor mich meine Stimme verlässt, auf den Antrag des Herrn Abgeordneten Jannach eingehen. Die von ihm geforderte Einführung der Investitionsförderung für die Umrüstung von Pflanzenölantrieben ist bereits Gegenstand des ländlichen Entwicklungsprogramms und ist umgesetzt. Und Herr Abgeordneter Jannach, Umsetzung ist wesentlich besser, als wie sie in Ihrem Antrag, nämlich nach dem bayerischen Vorbild, gefordert wird. Wir haben einen 40-prozentigen Direktzuschuss und dabei gibt es nicht, so wie in Bayern, eine Einschränkung auf eine bestimmte Zahl von Betrieben und auch keine Deckelung des Investitionsförderungsbetrages. Sie ist also umfassender und weitreichender ausgelegt als jene in Bayern. Und sehr geehrter Abgeordneter Jannach, lassen Sie mich das ganz offen auch sagen, was den Freiheitlichen die Landwirtschaft wert ist, das haben Sie gezeigt bei der Regierungsbildung im Burgenland. Landwirtschaft kommt im Arbeitsübereinkommen der burgenländischen Landesregierung genau einmal vor, nämlich dann, wenn es um die Ressortverteilung geht. Und da haben Sie sich auch nicht angemeldet, sondern eine andere Fraktion das Landwirtschaftsressort zugestanden. Ich schließe meinen Beitrag mit dem Dank und mit der Wertschätzung für die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern und der bäuerlichen Jugend, die trotz einer großen, schwierigen Marktsituation mit großem Engagement täglich ihren aktiven Beitrag für die Aufrechterhaltung der Besiedlung des ländlichen Raums erbringt. Und danke Ihnen. Vielen Dank. Die Preisentwicklungen, vor allem bei Milch und Schweinefleisch, werden dazu führen, dass die Bauern auch im nächsten Jahr, also im vierten Jahr hintereinander, sinkende Einkommen zu beklagen haben werden, sagte der Minister. Ja, der Grüne